Herzlich willkommen aus dem Markt Großlangheim im Landkreis Kitzingen in Unterfranken. Wir kommen aus Richtung Kleinlangheim und wollen uns auch den Markt Großlangheim heute mal näher ansehen. Und schauen mal, wo hier die Mitte dieses Ortes ist. Wir sind auf der Kleinlangheimer Straße zunächst unterwegs. Und da vorne, was haben wir da? So, da haben wir erstmal das Gasthaus Adler und den Gasthof Hotel Weingut Patrizierhof. Und gleich rechts haben wir noch eine Gaststätte, Restaurant zum Hardy. So, einiges los hier. So, es geht weiter in Großlangheim, hier auf der Hauptstraße. Und auf der rechten Seite ist eine kleine Kirche, eine Kapelle. Wahrscheinlich heißt die Maria Hilf. So, wir verlassen hier den Ort. Und drehen natürlich wieder um. So, das ist die Kitzinger Straße hier, aus Richtung Kitzingen kommend. Und wir fahren wieder in den Ort Großlangheim hinein, in den Markt Großlangheim. Jetzt die Hauptstraße mal in die entgegengesetzte Richtung. An der Kapelle nochmal vorbei. Rechts geht es zu einer Schlossruine. Die werden wir uns auch nochmal ansehen. Und der Kirchturm der evangelischen Kirche. So, das hier ist der Hauptplatz wahrscheinlich von Großlangheim, eine Marienstatue. Ein verfallenes Bauernhaus. So, und von hier sind wir
zunächst in den Ort hineingefahren, aus Feuerbach kommend. Das ist die Klein-Langheimer Straße, aus Klein-Langheim kommend, Entschuldigung. Und auch da drehen wir jetzt um. So, von der Hauptstraße biegen wir jetzt mal hier nach links in die Rödelseer Straße. Was für ein kleines Haus ist das hier? Ein Zwergenhaus, ein verfallenes. So, das war jetzt aber nicht so viel hier. Da hört der Ort sofort auf. Jetzt haben wir einen schönen Blick auf den Kirchturm. So, vielleicht können wir hier nach rechts abbiegen. Wir sind in der Kirchgasse. So, wie fahren wir jetzt weiter? Hier. Der Kirche entlang. Felsengasse. Halt. Fahren wir mal so. Da ist noch ein Friedhof rechts. Das ist die Schwarzacher Straße. Alte Bahnlinie. Gasthaus zur Schwane rechts. So, und das hier ist die Bahnhofstraße. Ortseinwärts am Friedhof vorbei. Schwarzacher Straße, auf der sind wir jetzt. So, und wir kreuzen die Hauptstraße. Und begeben uns in den Schlosshof.
Feuerwehr und hier ist die Schlossruine links. Ein paar Mauern. Man kann fast gar nichts erkennen von einem Schloss. So, ein Schlossgraben ist auch da mit Wasser gefüllt. War's im Grunde genommen. Hier nochmal ein Blick auf das Ganze. So. Fahren wir vielleicht noch mal hier nach rechts. Ein kleines Gässchen habe ich fast übersehen. Die Neubau Straße. Und vor uns ist dann die Hauptstraße wieder. Neubaustraße wieder zurück. So neu sieht diese Straße gar nicht aus, aber irgendwann war sie das bestimmt mal. Vor uns sieht man jetzt noch mal die Schlossmauern. Reste davon. So, und jetzt können wir hier noch mal den Schlosshof entlang fahren. Auf dem zentralen Platz raus mit Blick auf die Kirche. Und dann fahren wir gleich mal hier in die Schwarzacher Straße. Ab in die Felsengasse. So, was machen wir jetzt? Schauen wir uns die Felsengasse nochmal an. Rechts geht es dann in die Kirchgasse. Wir bleiben erstmal in der Felsengasse. Die führt aber anscheinend
Hauptstraße wieder. So, das ist die Hauptstraße. Der Hauptstraße kann man in den Kranzer Weg abbiegen. So, den können wir uns allerdings schenken. Das sind alles nur irgendwelche ganz modernen Häuser. Normale Wohnhäuser einfach. So was braucht man nicht filmen. Felsengasse hier rechts. So. Kirchgasse nochmal. Die schauen wir uns auch gleich mal an. Gasse ist hier links. Da sind wir ja schon mal entlang gefahren in die andere Richtung. Gelandet direkt an der Kirche und am Rathaus. So, mal sehen, ob wir da durchkommen, ja. So, dann hätten wir das auch. Waren wir bereits in der Schwarzacher Straße, aber da links geht noch eine Straße ab. Die Rossgasse. Hier gibt es leider auch nicht viel zu sehen. Eine Schule ist hier rechts. Gar nichts zu sehen. Und die geht noch weiter. Was ist da links? Eine Bibliothek.
So, jetzt sind wir am Kalkofen. Und kommen raus an der Hauptstraße, oder ist das schon die Kitzinger Straße? Ich glaube, hier habe ich gewendet vorhin. So, ich hoffe, dass ich wieder mal die meisten interessanten Straßen und Gassen gefilmt habe hier im Kernbereich von Groß-Langheim, und hier ist der Ort zu Ende. Ich fahre jetzt in Richtung Wiesentheid und verabschiede mich jetzt mal. Tschüss.